muss mir doch noch ein bisschen verreden, weil 80 und ich sehe hier ein Originalauspuff. Originalauspuff. Richtig, was? Ja. Ich kann es fast nicht glauben, aber was hast du damit angefangen? Ja. Weil das wollen unsere Kunden natürlich gerne wissen. Ne? Ja. Verrate ich ausnahmsweise. Ja, wenn du nicht willst, ja, auch okay. Ja, ne? Nee, mach ich. Sehr interessante Geschichte für jeden, der auf die Originaloptik ja. Wert legt. Ja. Es gibt Auspuffanlagen, die funktionieren besser als diese Auspuffanlage, ganz klar. Genau, nur weiß ich auch. Wer ja. Originaloptik will, muss das Beste aus den Gegebenheiten machen. Mm. Man kann da nur aus dem Auspuff das machen, was er äußerlich hergibt. Genau. Innen ja. Drin kann man natürlich ein paar Sachen verändern. Das sieht keiner. Ja, das sieht keiner, genau. Ja. Jens, super, dass wir wieder hier sind im Grenzgebiet. Schön, dass ihr wie geht's dir? Seid. Mir seit, geht's wunderbar. Mir seit der letzten Sendung. Ja. Erste Sendung. Erste Sendung, ja. Ist gut angekommen, ja. Auch im Freundeskreis. Und, oh, echt? Ja, die haben alle Spaß gehabt, haben viel mitgenommen. Und ich wusste gar nicht, dass noch so viele Leute Puck fahren. Nee. Ich habe wohl angeschrieben nachher. Das ist öfters das Problem. Ne? Leute wissen es gar nicht. Ja. Genau, untereinander wissen die nicht und ja, jetzt weiß man erstmal, wie viele wieder Puch fahren. Ja, und die haben alle in Jugend natürlich Puch gefahren und dann haben die jetzt gesagt, ich kenne das, weil ja, viele Kunden haben das eigentlich. Einer kauft einen, aber da ist immer einer dabei, der geht auch auf die eBay-Kleinanzeigen genau. Und kauft vielleicht auch einen und ja, einer muss damit starten, ne? Ja, richtig, genau. Ja, einer muss starten, alle machen es nach. Ne? Ja. Ist schön, ja. Ja, super. Ja. Und naja, wir haben, das war natürlich unsere erste Sendung. Das war auch für uns ein bisschen ja, alles neu. Ging aber perfekt. Wir sind hier nicht umsonst gewesen natürlich. Ne? War alles super interessant. Und wir haben, ich habe ein paar Fragen noch mitgenommen, weil es sind ein paar Kunden oder Zuschauer gewesen, die hat noch ein paar Fragen für dich. Und soll ich die mal erst? Gerne. Ich versuche sie zu beantworten, ja. Da, wir wissen natürlich, ja. Dein Mofa ist ein klein bisschen frisiert. Wir haben das hier jetzt nicht rumstehen. Es steht da, weil wir müssen noch schweißen und schleifen. Und das ist nicht gut. Das wäre zu schade. Genau. Ja, das wäre den Lack. Ne, wir brauchen diese Pickel brauchen wir nicht. Ne? Nein, absolut. Da ist es zu schön dafür. Ja. Und es ist frisiert und Auspuff war eigentlich das große Geheimnis. Ne? Genau. Das der Titel von unserem Video war auch 80 km/h mit einem Originalauspuff. Ja, das glaubt keiner. Genau. Du hast das gut erklärt natürlich. Aber jetzt sind wir sind jetzt zurück, eigentlich um zu sehen, wie der Jens das gemacht hat. Wie gesagt, wird keine Produktion. Ne? Da muss man selber mal nachbauen oder was man auch will, wie man das auch macht, macht nichts. Aber selber machen, ne? Mit genau. Keine Produktion. Ja, richtig. Ja, leider. Ja. Okay. Naja, da habe ich. Leute haben dieses Video angeschaut und haben wir ein paar Fragen. Also, der erste Frage. Verliert das Mofa durch das nicht an Kraft? Nee, eher im Gegenteil. Also, die ist deutlich kräftiger geworden aha. Durch den Umbau. Man muss natürlich das komplette Setup anpassen. Mhm. Welcher Krümmerdurchmesser, wie viel Hubraum fahre ich, das kann man ja Gott sei Dank. Wie viel Hubraum war es? Bei mir waren es 50 Kubik. 50 Kubik 50 und das war ein Power-One-Zylinder. Genau. Okay, 6-Kanal. 6-Kanal-Zylinder, okay. Genau. Den dann wohl noch optimiert, Steuerzeiten angepasst. Nochmal, Vergaser ist ein? Ein 15 mm Bing. Ja. Drauf 15 mm Ansaugstutzen, Zylinderkopf ist geplant. Ja. Zündung, Einstellung, wichtig. Ja. Genau, elektronische Zündung habe ich rein und habe die dann auch über Probefahrt. Ja. Habe ich sie auch so weit okay. Nach vorne gestellt, musste die Platte noch ein bisschen bearbeiten und bin jetzt ziemlich stark auf Frühzündung wohl gegangen. Ja. Übersetzung? Übersetzung ist 16:45. Das ist ziemlich schwer. Genau, ist ziemlich, aber trotzdem ist der Motor so kräftig. Man hat ja den Vorteil, wenn ich jetzt lang übersetze, den Motor unten rum aber abstimmen, dass er wirklich Drehmoment hat, dann brauche ich hinten nicht so weit rausdrehen. Dann kann ich eine Übersetzung fahren, die relativ lang ist. Da fährt man bequem. Richtig, genau. Ja. Ne, keine hohen Touren und ist immer noch der Dreilager drin, aber der hält. Ne, ja, und, nee, der, ja, da haben wir auch erklärt. Ja, ne? Ja, genau. Also Umdrehungen,
Die sind dann etwa bei 11.000? Genau, ich habe da, können wir gerne mal einmal kurz drüber sprechen. Ich habe da mal auch wieder meine Wand was dran gemacht. Und da habe ich die Übersetzung mal einmal ausgerechnet. Und man muss natürlich wissen, im Motor sitzt auch noch ein Getriebe. Jeder, der auseinandergenommen hat, weiß das genau. Das ist ja die Dreilager-Geschichte und der ist da mit 21 zu 106 übersetzt. Und dann mit meinem Übersetzungsverhältnis von 16 auf 45 lande ich genau bei GPS 80 km/h bei 11.069 Umdrehungen. Hatte ich noch nicht gesehen, diese 11.000 Umdrehungen. Das war für mich eine Schätzung. Aber super. Und dann, eigentlich ist das Antwort auf diese Frage, es wird kräftiger, weil es wird natürlich eine Resonanzauspuff und im Allgemeinen bringt das auch mehr Kraft. Ne? Richtig, genau. Das ist die ganze Idee. Ja. Das Schöne dabei ist, das werden wir ja gleich noch zeigen, dass dieser Krümmer ja keinen Anschlag mehr hat. Nee, genau. Wie der Original. Auch und ich kann diesen dann durch die Länge variieren. Damit kann ich einmal einen Drehmoment, also einen unteren Drehzahlen mehr Drehmoment generieren oder wenn ich den Abstand weiter verändere, dann bringt er halt in hohen Touren, in hohen Drehzahlen viel Leistung, aber untenrum nicht. Also das muss weil man. Kürzer ist mehr Drehmoment und länger ist mehr Drehzahl. Ja, ne? Und so das ist natürlich eine Sache, die man für sich persönlich entscheiden muss, was will ich haben. Beides geht nicht. Ja, wenn man in Österreich ist zum Beispiel oder in der Schweiz, dann braucht man natürlich etwas mehr Kraft von unten aus. Richtig, genau. Dann würde man auch kürzer übersetzen und damit man die Berge hochkommt. Ist Super. Na, ich hoffe, dass wir diese Frage gut beantwortet haben. Wir haben schon darüber geredet. Was habt ihr sonst noch am Mofa bearbeitet, außer den Auspuff? Ist Zylinder, ich denke, das geht um Zylinder. Ja, ich denke auch. Also der Auslass ist ungefähr 2 mm an jeder Seite verbreitert. Ja. Und ein Stückchen nach vorne geholt. Ja, also nicht. Nicht wahnsinnig viel, aber das hat ordentlich, ordentlich eine Leistung gebracht. Einlass? Einlass über den Kolben, ein bisschen oben. Der Kolbenhemd. Kolbenhemd gekürzt, ca. 3 mm. Ja, ziemlich viel. Ja, ist relativ viel. Relativ viel. Ja. Und habe ich mich langsam rangetastet. Natürlich baut man da immer wieder zusammen 1 mm. Und irgendwann ist man bei 4 mm angekommen, das war zu viel. Ja, am schlimmsten, wollte ich gerade sagen, am schlimmsten muss man einen neuen Kolben kaufen. Genau, dann halt ein neuer Kolben wieder. Und, aber nützt ja nichts. Genauso ist es mit dem Auspuff auch gewesen. Ein bisschen übertrieben und Das ist auch das Schönste eigentlich, finde ich, immer am Puch. Man muss fast noch immer an die Arbeit, will es echt ordentlich Leistung bekommen. Ja. Aber und da kann man auch, wir sagen in Niederlanden, de plank misslaan. Also dann schlägt man das Holz schief. Also schlecht. Das ist also Einlass überkommen, Auslass noch ein bisschen gemacht. 2 mm, also 1 mm beidseitig, denke ich. Ja. Oder 2 mm beidseitig. 2 mm beidseitig. Oh, okay. Auch relativ viel. Auch relativ viel. Wird auch, gut für Drehzahl. Gut für Drehzahl, genau. Aber man hört dem Zylinder schon an, dass der Kolbenring da, der hat nicht mehr natürlich die wahnsinnige Führung. Ist auch alles ziemlich ausgereizt. Aber dafür ist er auch wirklich sehr kräftig und macht Spaß damit. Macht einfach Spaß. Ja, Spaß. Ja. Dann haben wir. Aber das kommt eigentlich noch später im Sendung natürlich. Wurde der Krümmer mit der Tüte verschweißt? Wie weit geht der Krümmer in die Tüte? Also das ist eine, der kennt sich ein bisschen aus. Der kennt sich aus, genau. Kannst du mal gerne erklären. Ja, verschweißt gar nicht. Natürlich kann man, wenn man das Setup einmal gefunden hat, und für sich könnte man natürlich verschweißen, aber dann ist der Chrom an der Stelle kaputt. Das wollte ich nicht, daher gar nicht geschweißt, sondern nur geklemmt. Aktuell fehlt ja hier hinten was, kann man ja sehen. Das kommt dann nachher nochmal dran, damit der Endschalldämpfer auch wie geschweißt. Fest ist. Genau. Das ist das Einzige, was geschweißt wird, aber das verschwindet ja im Inneren des. Des und dann kann man natürlich, wie gesagt, haben wir eigentlich bei der ersten Frage schon beantwortet, man kann natürlich ein bisschen variieren für. Wenn man endgeschwindig will oder Anzug. Genau. Also ich hoffe, dass das auch gut erklärt ist. Ja, und dann eigentlich letzte Frage, aber das ist eigentlich noch ein bisschen wie die erste Frage. Hat das Mofa dann auch noch genügend Kraft bergauf? Aber ich denke, das ist auch eine Geschmackssache. Bei dir war das um ganz ruhig
fahren zu können, ein bisschen bequem, dass das Drehzahl nicht so hoch ist. Da kann man einfach noch 30 oder 40 fahren und dann fährt man echt bequem. Ja. Mit wenig Lärm und wenig... Ganz genau. Man kann natürlich immer Übersetzung, weil du fährst mit 16 vorne, ja, mach einfach eine 14er drauf. Ganz genau, dann wird es ja automatisch kräftiger. Ja, und etwas größer. Ja. Ganz genau, ja. Das genau. Kann man so individuell für sich selber das Setup finden. Ja. Und mit dem Auspuff hat man echt die Möglichkeit, da überhaupt noch ein bisschen zu variieren, was ja also bei sonst einem Auspuff gar nicht möglich ist, weil sie ein Fest verschweißt. Ja, großer Vorteil. Dann muss man das Setup fahren, was der Hersteller einem vorgibt. Ne? Genau. Dann hat man keine andere Wahl. Nee, ja, hat man keine andere Wahl. Ja. Nee, einfach. Okay, ja, das waren eigentlich die vier Fragen, die wir. Dass wir dachten, na, das wäre interessant, um das nochmal zu erklären. Und ja, eigentlich können wir jetzt los. Was machen wir heute? Ja. Ich würde einmal den Auspuff so genauso fertigen, wie ich das bei bei meiner Puff gemacht habe. Gehe dann auch ziemlich ins Detail. Wir zerlegen, fangen mal an zu zerlegen. Ja. Und welchen Einfluss, welche Sachen dann haben auf die Geschwindigkeit, auf Drehmoment. Das können wir alle mal durchgehen. Und ich möchte halt damit auch jeden so ein bisschen wieder an das Thema Selbstschrauben, selbst rumbasteln. Ja, wichtig. Fertig kaufen kann jeder, baut drunter und sagt, ja, ich habe eine Menge Geld ausgegeben und bin nur 5 km schneller als vorher. Ja, nee, das ist blöd. Da sollte man wirklich überall, klar, ist auch Lehrgeld manchmal etwas zu viel am Kolben gefallen. haben wir alle gemacht. aber okay, ein bisschen Lehrgeld gehört dazu. Gehört dazu. Aber dann merkt man auch jede Veränderung, wenn ich einmal ein Setup verändere ein bisschen was. Ich kann ja mittlerweile mit den Uhren, mit GPS, kann ich genau sehen, bin ich schneller geworden oder nicht. Selbst wenn er nicht schneller geworden ist, hat man gelernt. Oder mehr Drehmoment unten erreicht. Was gefällt mir besser? Genau, das ist auch eine reine Geschmackssache, sagen wir auch immer mit unseren Kunden genauso. Wir haben natürlich viele Kunden, die kennen sich echt, echt gut aus, aber es sind auch viele Anfänger. Ganz genau. Und wenn man anfängt, dann ist das, ja, weil du hast, ne, wir haben deine Werkstatt natürlich gesehen in unserer ersten Sendung. Man hat nicht immer die Möglichkeiten, um das auch alles selber zu machen. Richtig, genau. Aber ja, gut, man kann uns natürlich immer via unsere E-Mail info@puxo.de. Wir versuchen immer unsere Kunden gut zu helfen mit Rat und Tat. Ja. Na, Tat dann nicht, aber Rat. Ja, Tat machen wir jetzt hier. Ja. Man lernt das. Auch ein Anfänger wird natürlich in ein Jahr, man weiß, am Puch schraubt man viel. Entweder Kette, Motor, am Lenker, Beleuchtung. Genau. Zum Beispiel, ne? Birne brennt durch, was muss man machen? Ja, da kunnen we immer helfen, da haben wir auch die Teile dafür. Aber ja, ich finde selber, so habe ich das auch gelernt, das war ich damals, ich glaube 12 Jahre. Ja. Und da habe ich eine Mofa gekauft, das war kein Puch, das war ein Sparta. Aber ja, ich habe alles eigentlich selber gelernt. Genau. Und jetzt kenne ich mich ziemlich aus, ich bin auch keine... Ne, ein Top wie du zum Beispiel mit diesen, ja, aber da habe ich nicht bedacht. Ne, das kann ist auch bei mir nicht im Gedanken gekommen eigentlich. Nee, richtig. Aber. Also das sind schöne Sachen und ich denke, dass auch für unsere Zuschauer, ich denke, dass wir einfach mal anfangen damit und mal sehen, wie du das machst. Dann halte ich die Klappe so viel wie möglich. Ja. So ab und zu, dann mache ich eine Frage. Ich denke, das wäre am schlausten und dann, ja, du das erklären musst. Super. Jens, wollen wir erstmal erklären, wie eigentlich diese Auspuff funktioniert? Wäre das schlau, bevor wir ans Basteln gehen? Genau, einmal erklären, wie der Originalauspuff funktioniert, warum Puch das so gemacht hat und warum diese Änderung jetzt nach dem Umbau zu Leistung führt. Ne, das, ja, genau. Weil es ist nicht für nichts original. Das musste damals leise sein natürlich. Ja. Und natürlich nicht zu viel PS haben. Richtig, genau. Einfach. Genau, hierbei handelt es sich ja um einen 22 mm Auspuff, der ist von meist euch. Meist verkauft. Ja, bei uns sicher. Ja. Genau. Und der ist auch eine super Basis dafür, um umzubauen. Vielen reicht es wahrscheinlich auch schon, wenn man diesen 22 mm Krümmer optimiert, bearbeitet. Ja. Da ist auch schon Leistung zu holen. Aber man darf nicht vergessen, wenn man hier mal einmal reinschaut, die unterschiedlichen Durchmesser. Ja. Ich habe es ja auch nochmal
auf der Wand einmal dargestellt. Ja. Der größere, der mit 24 mm hat, 1,78-fache geht da durch. Oh echt? Ja. Oh, ist das genau, so viel? Das ist so viel mehr. Ne? Die paar Millimeter, diese 6 mm, ist das fast 1,8-fache. Ja. Das ist echt viel. Das habe ich auch noch nie so. Ich sehe das jetzt auch zuerst und das ist ein großer Unterschied. Ja, ja genau. Absolut. Ne? Ja, dann und, ist es auch logisch. Ne? Ja, richtig. Ist alles zu erklären. Es bringt natürlich alles nichts, wenn der Zylinderauslass, wenn der den gleichen Durchmesser hat wie der 22er, dann macht sowas auch keinen Sinn. Da hole ich keine wahnsinnige Leistung mehr. Das müssen schon vernünftige Übergänge und so sein. Und Auslasskanale, die sind fast immer 25, glaube ich, 25,5, 26 so etwas. Ja, dann bei 22 mm hat eigentlich diese schnelle Zylinderversion hat gar keinen Zweck. Ne? Nee, richtig, genau. Und umgekehrt auch nicht. Wenn der Zylinder original ist und ich habe echt so einen Auslass dann fährt wie einen kleinen gut. Finger, dann bringt sowas nicht. Das verliert sich alle. Ich kriege keine Beschleunigung und keinen Zug drauf. Genau, Gegendruck. Ja. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn ich den Auspuff so bei euch bestelle, ich kann einmal den umbauen, bestell mir den dabei und dann kann ich ausprobieren. Welcher passt besser, welcher läuft besser. Hab da auch viele Möglichkeiten noch. Und ich würde mal sagen, fangen wir mal einmal an auszubauen. Ne? Genau, vielleicht. Da sind wir alle gespannt. Erstmal auseinandernehmen. Richtig, genau. Mache ich das mal auf die Seite. Und was haben wir? Da hinten befindet sich eine Mutter. Mit einer Unterlegscheibe. Und da sitzt dann ja auch der Entscheidung drin. Ja. Da kommt jetzt dieses raus. Das ist mit einem O-Ring versehen. So. Das ist zum Abdichtung, dass die Abgase natürlich nicht hier entlang gehen, aber nur hier durch die drei Dämpfer eingehen. Ganz genau, ja. Sieht aus wie für die alten Zuschauer. Früher, da war da eine Serie auf dem Fernsehen, Mann von Atlantis, mit Patrick Duffy von Dallas, weißt du? Da war seine, wie sagt man das, Untersee? U-Boot? Ja. U-Boot, die sah so aus. Also schau mal auf Google, Mann von Atlantis, und da sieht man eine Puchdämpfer. So, perfekt. Und dann, das war es eigentlich schon, dann kann ich den Auspuff zerlegen. Ja. Und ja, im Prinzip, hier geht's los. Das ist das Böse an diesem Auspuff. Was wir früher aber, ich sehe das jetzt wieder seit 30 Jahren, was wir früher öfter gemacht haben, ist in dieses Rohr haben wir so mit M6 oder M8 Bohr, haben wir hier Löcher drin gemacht. Genau. Dann wird es schneller. Dann wird aber saulaut. Ja, richtig, genau. Aber es wird schneller. Es wird schneller, das also ist dem Resonanzprinzip ja geschuldet, weil die haben es ja bei Puch so gemacht, extra schön lang zugemacht. Der Auspuff, der ist ja, man kann ja sehen, der läuft ja hier konisch, der geht auseinander. Und da beschleunigen ja die heißen Abgase, prallen dann hier hinten gegen den Endschalldämpfer. Ja, genau. Gehen dann wieder zurück, würden dann wieder in den. Und das funktioniert ja hier nicht. Es funktioniert nicht, weil das wird unterbunden. Und wenn man das ist eine Sackgasse hier. Ja, und wenn man dann hier die Löcher, weil jetzt verstehe ich das auch, weil hier die Löcher, dann können die Abgase wieder schneller weg. Richtig, genau. Dann hat man ein Tuning. Richtig, genau. Der das bringt nur 5 Kilometer. Ja, genau. Aber wenn viel man, Lärm. Viel Lärm, das ist wirklich so. Also da werden sich wahrscheinlich viele wundern, wenn ich dieses Rohr abtrenne. Ja. Da wird es laut, aber richtig. Und da muss man andere Maßnahmen ergreifen. Ja. Mit Dämmmaterial, ich habe es gemacht. Mit dieser Rockwolle und Isolierung und Stahlwolle habe ich dann außen und innen gedämpft. Ansonsten viel zu laut. Nicht fahrbar. Nee, absolut nicht. Deutlich. Genau. Also ja, da haben wir jetzt eigentlich Basis 3 Teile. Natürlich, das ist das ganze Auspuff. Und dann können wir jetzt, denke ich, an die Arbeiten mit. Genau. Kannst du mal erklären, was der nächste Schritt ist? Genau. Also so wäre es in dem Fall. Man kann ja wirklich anfangen, wie du das schon sagst, mit den Löchern. Ja. Wenn mir das dann nicht reicht, dann sage ich, okay, ich trenne das hier ab. An der Stelle einmal abtrennen, dann sieht er ähnlich aus wie hier. Ja. Und dann fällt es auf, Mist, wie kriegen wir denn jetzt den Endschalldämpfer wieder fest? Ja. Und da kann man eine handelsübliche Gewindestange aus dem Baumarkt. Ich würde eine Edelstahl empfehlen. Ja. Dann rostet es nicht und beim Verarbeiten, beim Schweißen ist es auch nicht so. Haben wir gerade darüber geredet, da kommt so eine grüne, wie sagt man das, Flamme, das ist echt
und dann kommt die, so eine Achse, kommt, wie sagt man das? Ja. Asche, ja. Asche zurück. Ja. Oh, und das ist lebensgefährlich. Also am besten nichts weisen an etwas, was verzinkt ist. Da kann man echt am besten rostfreie Stahl nehmen. Ganz genau. Gefährlich. Ganz genau, ja. Das ist natürlich jetzt, wenn man wirklich Perfektion haben möchte, würde man auch eine glatte Stange nehmen, keine komplette Gewindestange, weil da gibt es auch wieder Verwirbelungen durch, durch diese Flanken, die da... Ja, aber wir reden hier mit einer echten Schweiße, ne? Das kann man schon bemerken. Ne? Ja, und das ist dann natürlich in dem Fall so, dass die Gewindestange dann fehlen würde. Ich habe hier meinen auch mal... Ja. So sieht es dann aus. So sieht es dann aus. Ja. Genau. Der ist auch wieder zusammenzubauen, genauso wie ich ihn auseinandergebaut habe. Die Gewindestange wird dann später halt eben gekürzt. Ja. Und wenn es eine M6-Gewindestange, die habe ich dafür verwendet, kann man auch die schönen M6-Mutter nehmen. Man hat nicht mehr diese M7. Ne? Nee. Wenn die einem verloren gehen, dann steht man immer da. Das ist alles immer so, ne? Ja, wir haben die verrückt, bei uns im Buchshop und die verkaufen wir recht viel. Ja, ist so, die verliert jeder. Ja, jeder. Und, ja. Das ist einfach ärgerlich. Man ist unterwegs, sie geht verloren. Und man kann die nirgendwo kaufen. Nirgendwo. Keinem Baumarkt. Ja. Niemanden. Absolut nicht. Nee, genau. Warum die das gemacht haben. Wir sagen auch immer, wenn Kunden so einen Auspuff kaufen, das ist vom Fabrik aus, ist das nicht echt festgedreht. Nee. Also sagen wir immer, dreh das gut fest oder mit ein bisschen Loctite, ne? ein Mittel, dass das, dass das fest sitzt, weil garantiert die verliert man. Die verliert man. Und dann am kommt noch eine Dämpfe, die geht auch noch weg. Auch noch weg, dann wird es richtig laut. Ja. Am besten noch eine zweite M7 sofort bestellen und kontern, dann ist ja, genau. Vorbei, ne? Oder eine irgendwo am Mofa kleben, dass du immer eine Reserve dabei hast. Ja, genau. Immer dasselbe. Ja, ja, genau. Ja, und dann hätte man eventuell, wenn wir so umgebaut haben, ich kann hier auch die Originaldichtung wieder zwischensetzen, aber ja, es wird auf jeden Fall laut. Und da muss man wirklich ein bisschen dämmen. Und dann ist das auch kein Problem. Ich habe hier noch einmal, man kann die beiden auch mal vergleichen. Da habe ich den Krümmerdurchmesser hier ein bisschen angepasst. Der Zylinder hat einen größeren Durchmesser gehabt und da diese Verbindung nicht direkt aufeinander schlägt, sondern ein bisschen optimiert, damit die Gase auch besser hier reingehen. Nicht übertreiben, weil wenn man hier irgendwo in die Schweißnaht reinkommt, dann fällt das Stück ab. Ja, aber, und dann kann man wieder ein neues kaufen. Ja, genau. Ja. Aber ja, haben wir auch darüber geredet vorher. Ich habe das gesehen, da habe ich gesagt, jedes Kleines, was man macht, hilft. Aber das bringt mit diesen Kanten, das bringt keine PS. Nee, natürlich. Absolut nicht. Nee. Aber wir sagen immer, jedes Detail perfektionieren ist immer gut. Immer gut, Wie zum Beispiel auch Ansaugstutzen passend machen am Zylinder. Ja. Und sind alle diese kleinen Dinge, machen alles etwas, aber keine großen Unterschiede. Nee. Ne? Das Schönste daran finde ich mir persönlich das Ansprechverhalten. Das verbessert sich durch sowas. Ja. Wenn ich vom Gas gehe und wieder neue Gas gebe, wie lange dauert das wieder, bis der Motor genau wieder auf die Touren kommt? Und viele sagen, du hast den Vergaser falsch eingestellt. Diese ganzen Kleinigkeiten, die sind eigentlich dafür verantwortlich, wie so ein Motor anspricht. Ja, genau. So ist es gut. Ja. Jetzt sind wir eigentlich angekommen bei das große Geheimnis. Ne? Ihr habt jetzt erklärt, wie eigentlich so ein Auspuff funktioniert und wie du das machen willst. Aber das große Geheimnis sehe ich jetzt hier eingespannt im Drehmaschine. Genau. Weil wir machen aus einem normalen Rohrauspuff eine Resonanzauspuff. Ein Resonanzauspuff, genau. Ah. Ja, und dafür braucht man diesen Gegenkonus. Ja. Und da wurde ja auch oft gefragt, wie sieht der aus? Und das würde ich dann jetzt einmal fertigen, den Gegenkonus. Und dann den Einbauzustand können wir dann gleich auch mal zeigen, wenn wir das umgebaut haben. Ja, gerne. Und das sind ein paar Bearbeitungsschritte. Wir haben jetzt Aluminium verwendet, lässt sich Punkt A leichter verarbeiten. Ja. Und Punkt B ist es auch ein Gewichtsvorteil. Ne? Ja, genau. Klar, ja. Ja, super. Genau. Okay. Naja, mach dein Ding, weil hier habe ich echt richtig keine Ahnung. Also wenn du ein bisschen erklären kannst, was du magst oder weil ich kann da nicht helfen. Ja, das ist für mich alles. Ich fange einfach mal an und habe hier die Zeichnung angefertigt, ist vielleicht für viele interessant. Da sind die Maße aufgeführt. Ah ja. Und da kann man natürlich noch ein bisschen dran bearbeiten. Also ich habe es auch in mehreren verschiedenen Versionen probiert und das war für mich
mit den Schrägen am besten, wo es also auch funktioniert hat. Ja. Ja, super, nee, ja. Dann müssen wir das einfach so machen, wie du, das, was eigentlich das Beste ist. Ja, ja. Genau. Okay. Super, naja. Ich starte mal Safety first. Ja, dann kann ich, ja, Brille auf, ja. Genau, so. Beim Drehen ist es halt, bei der Drehmaschine oder Drehbank, kann man auch hier sagen. Ja, ja, sagen wir in die Niederlande. Das Werkstück bewegt sich nicht, das Werkzeug dreht sich. Wird man auch gleich sehen beim Bohren, der Bohrer steht, das Werkstück dreht sich. Ist für viele vielleicht ungewohnt, das mal so zu sehen, weil bei einer Bohrmaschine konventionell ist es so, der Bohrer dreht sich. Mhm. Ja. Ja. Ich fange einfach mal an. Ja. Der erste Schritt wäre einmal planen, damit fängt man grundsätzlich immer an. Ja. Und dann gehe ich mal los. Super! So, ich habe das im ersten Schritt geplant und habe jetzt einen Messspan erzeugt. Ich messe jetzt erstmal das Werkzeug ein, welchen Durchmesser ich jetzt gedreht habe. Tippe das dann in diese Digitalanzeige an. Ah, okay. Und dann kann ich so lange mit dem Werkzeug arbeiten, ohne nochmal nachzumessen, weil es ist alles Freimaß, ist nicht keine Passung. Okay. Passmaße, die da erzielt werden, sondern okay. Sind Freimaße, die Toleranzen sind groß genug. Ja, toll. Ja. Und da das haben wir das gute Stück. Die Fertigung des Gegenkommens. Na. Mach's mal eben einmal sauber. Aluminium bleibt ein schönes Material, ne? Ja. Wenn man leicht, das so sieht, das schön ist leicht und ja, das tolles sieht Material, gut zu verarbeiten. Ja, sieht echt toll aus. Na, dann bin ich gespannt, was wir mal wieder weitermachen. Jens, da sind wir wieder hier beim anderen Tisch, Schweißtisch. Richtig. Und wir haben jetzt Endkonus eigentlich, ne? Genau. Ist fertig, haben wir gerade mal gezeigt. Und ja, kannst du mal erklären, weil ich denke, das war für mich auch nicht gleich deutlich. Drei Ringe am Auspuff und das ist die dritte Ring. Richtig, der ist da tiefer. Genau. Und diese Phase, die ich da hier erzeugt habe, die wird sich nachher hier gegenlehnen und dann ist von innen eigentlich nur noch dieser Gegenkonus innen drin. Genau. Da treffen dann die Abgase dagegen, sollen ja teilweise Abgase dafür sorgen, dass das Frischgas wieder zurückgedrückt wird in den Zylinder, aber die müssen ja auch noch raus aus dem Auspuff. Und genau. Dazu ist nochmal die zweite Phasenkontur da, dass sich auch ein paar Abgase auf dem Weg nach draußen machen. Ja, und das hast du auch mal, zuerst war das nur, ich sag mal, nur diese Konus, aber da hast du später... Ja, hast du das noch geändert? Genau, ich habe da noch weiter rummodifiziert. Mhm. Es war noch nicht so, wie ich mir das, was ich mir davon versprochen habe. Also ohne diesen Gegenkonus sind diese ganzen Maßnahmen, die wir jetzt machen mit dem Krümmerkürzen, so auch nicht wahnsinnig erfolgsversprechend. Nee, nee, also nee, da, nee. Das ist wirklich das große Geheimnis, dieses Teil. Na. Und ja. Ja, ausprobieren. Wir machen mal weiter. Aber du hast schon alles ausprobiert. Ja, ich habe wirklich alles für unsere Zuschauer. Also genau. Das. Die kann man jetzt hier. Einfach reinschieben. Rein, ich sagte ja bereits, diese Toleranzen, der wackelt auch ein bisschen. Ja, aber das geht später natürlich, das klemmt natürlich später. Genau, das klemmt, dann rappelt es auch nicht mehr, sitzt vernünftig davor. Nee, das wäre blöd natürlich. Das wird, genau, das will man ja nicht. Nee. Ja. Und es ist natürlich jetzt, dieser Endschalldämpfer liegt natürlich an dieser Stelle, an diesem Ring, auch dagegen. Ja, das geht nicht. Und wenn ich den jetzt da reinmache, dann guckt der Endschalldämpfer hinten raus. Nee, das funktioniert nicht. Daher müssen wir den jetzt noch beibearbeiten. Ja. Damit dieses Teil nachher hier vorsitzt. Gerne. Genau. Da bin ich mal gespannt. Ja. Machen wir das. Dann gehe ich auch mal. Und das machen wir einfach absägen? Genau, ich mache das mit einer Flex. Man kann es aber auch sägen, je nachdem, welche Gerätschaften man zu Hause hat, kann man das natürlich für sich selber entscheiden, wie man den jetzt kürzt. No. Machen wir das. Ja. Nächster Schritt. Na. So, er passt rein. So ein Zufall. Passt, wackelt und hat Luft. Ja.
So sieht jetzt ein vernünftiger Gegenkonus aus. Na! Ja, echt! Wenn man sich diese Konturen vergleicht, so wäre er normalerweise im Auspuff drin. Und diese Kontur ist absolut ungünstig. Die sorgt für Verwirbelung und nicht für diesen Resonanzeffekt, der da entsteht. Echt, eigentlich echt logisch, aber man muss das mal ausdenken. Ja. Das ist echt, ja, weil das hier, ja, ist natürlich echt richtig Blödsinn. Ja. Und ja, das, Mann, super. Ja. Echt. Ja, kannst du mich verstehen? Ja? Ich kann dich jetzt besser verstehen. Ich denke, irgendwas stimmt hier nicht. Richtig. Ja, und jetzt können wir eigentlich schon diesen... Einbauen? Den Entschuldigung wieder einbauen, ja. Ganz genau. Ja, dann machen wir das gleich mal. Ja, Rohr drin. Jetzt habe ich natürlich noch den Gummiring vergessen. Ja, Gummiring, ja. Ja. Ja, braucht man, sonst wird es echt laut. Richtig. Und um das etwas leiser hinzubekommen, also ich trenne den. Ja. Den kann man hier mit dem Schraubendreher zwischengehen. Dann kann man den teilen, zwei teilen. So sitzt der fest, der ist etwas verpresst. Ja. Und dann mache ich das halt mit dieser Dämmwolle, die ich hier reinmache. Einmal hier außen. Und in ansonsten. Also das ist vielleicht noch wichtig, um das nochmal zu erklären. Also man kann es trennen. Genau. Und dann macht man also diese keramische Dämmwolle einfach die. Richtig, die sind temperaturbeständig. Ja. Und, ja. Keramisch haben wir im Shop. Ja, okay. Keramische Dämmwolle. Ja. Ich habe jetzt normale Steinwolle genommen, die auch zum Dachisolieren genommen wird. Die hat aber den Nachteil, dass sie. Ungefähr so nach 150 Kilometern sich immer nach draußen bewegt und dann wird es wieder laut. Ja, und diese keramische, das sind diese, wie sagt man das? Das sind eigentlich Langdraht und dann, Also Gewebe oder? Ja, genau. Und da können die Abgase eigentlich gut durch und dämmt natürlich wie Sau und die kommen auch nicht raus. Ja, genau. Dann ist das wahrscheinlich noch die bessere Variante. Okay, und dann macht man das? Wo macht man das und wie viel? Genau, ich würde jetzt einfach mal den einfach mal trennen, dann können wir es sehen. Man kann das auch wieder zusammen machen. Dann haben wir das auch sofort mit. Ja, dann haben wir. Ja, finde ich schön. Ja, ja, super. Jetzt sehe ich das ja. Und das ist nicht verschweißt, aber was? Ja, das ist an der. Oh, hier. Da, genau, das sind die Stellen, die da verpresst sind. Die sorgen dafür, dass das zusammengehalten wird. Und, mach nichts, dass das später nicht wieder gemacht wird? Nee. Der Durchmesser hier ist nicht wesentlich größer als der ist und der wird automatisch später, nimmt er wieder seine Form an. Gar kein Problem. Top. Okay. Na, das finde ich einen guten Tipp. Schade, dass ich eigentlich keine Dämmwolle mitgenommen habe, weil. Das wäre. Na. So siehst du mal, ich lerne auch noch echt jeden Tag, ne? Weil das habe ich. Willst du noch immer mal festhalten? Ja, sicher. Ich bin der beste Festhalter. Wenden. Da ist es schon. Leute, zwei Hälfte. Und dann bin ich mal gespannt. Genau, ich fülle diese Kammern jetzt mit, hole auch mal am besten ein bisschen Dämmwolle. Ja, hast du das noch? Ich habe noch ein bisschen was hier, super. Ja, ich wusste das echt nicht, weil normalerweise hatte ich das mitgenommen, aber wie du es machst, so haben wir das auch verabredet. Ja. Also super, machen wir das. Sind wir gleich wieder zurück. Jens? Ja? Hast du Dämmwolle eigentlich? Ich habe gesucht, aber leider keine gefunden. Ah, nee. Ach, das wäre eigentlich so schade, weil ich denke, unsere Zuschauer wollen das doch gerne sehen. Also, Moment, da haben wir jetzt ein Problem, oder? Aber mir fällt da gerade ein. Wir hatten ja gesagt, Dämmwolle vom Dach, Isolierung. Also, okay. Können wir oben. Ich denke, dass ich hier noch ein ganz bisschen Dämmwolle... Ah, bisschen Gang. So. Kein Problem. Ja, genau. Sieht aus wie ein Dackel, aber. Ja. Er hat der Hund aus dem Dachboden geholt. Ja. Genau. Nee, super, dann können wir das zeigen. Ne? Ja, richtig. Ja, praktisch denken.
Genau, ja. genau. Ich denke, so ein Stück hier reicht eigentlich aus. Nicht wichtig dabei ist, dass jetzt nicht ganz fest zusammenrollen. Nee, wichtig, weil dann kommt keine Luft mehr. Dann kommt nachher keine Abgase mehr raus und das funktioniert dann nicht. Nee. Also ganz locker. Ja. Okay. Genau. Und man sieht das ja hier auch so ein bisschen. Ich hatte ja gesagt, dass das Material irgendwann durch den Auslass rausgeht. Und ja, aber das ist mit unserem Material kein Problem. Ja, wir müssen jetzt improvisieren. Ne? Ja, genau. Ja, es ist nicht anders. Und dann sehe ich hier noch eine Pfannenschwamm, sagen wir in den Niederlanden. Genau. Wie heißt das auf Deutsch? Eigentlich auch, ja. Edelstahl. Ja, genau. So eine Reinigungshilfe, genau. Ja, Reinigungshilfe. Ja. Das ist doch ganz nett eigentlich, ja. Statt ein Pfannenschwanz. Ja. So, nee. Pfannenschwamm. Pfannenschwamm. Pfannenschwanz. Okay, lassen wir das einfach. Ich überlasse es dir. Perfekt. Ich habe dieses halt noch mit eingearbeitet. Das sorgt dafür, dass sich das Material nicht so schnell verflüchtigt. Ich fahre jetzt, ich denke mal, jetzt schon 2 Jahre mit und die bleibt wirklich dann da vorhanden. Ja. Na super, bin gespannt, wie du das machst. Weil auch das ist echt alles ganz neu für mich. Ich habe das. Einwickeln. Ja. Zerreißen lässt sich das so nicht. Das muss ich dann schneiden. Ja. Lässt sich auch ganz normal schneiden. Nicht die beste Schere dafür nehmen, dann gibt es wieder Ärger mit der Frau. Genau. Ja. Oh, und dann kann man das einfach hier einarbeiten. Naja. So. Und das gleiche mache ich dann hinten auch noch. Auch noch hier? Ja. Das ist echt nötig? Oder? Absolut notwendig. Ansonsten ist es wirklich zu laut. Nee, das ist nichts. Das liegt noch nicht mal an dem Kürzen von der Schallkammer, sondern dafür ist dieses hier verantwortlich, für die Lautstärke. Ne? Ja. Dieses Kürzen von dem Trümmer. Was wir hier gemacht haben mit dieses Rohr. Ja, genau. Ja, okay. Ja, logisch. So, schneiden wir das nochmal eben durch. Und das macht keine Probleme. Also die Abgase, die können noch einfach. Ja, das ist gar kein Problem. Ich habe es mal mit mehr, mit weniger probiert. Und wenn man das so ungefähr in den Dimensionen macht, absolut kein Problem. Also es wird nicht langsamer, nicht schneller dadurch. Nee, nee, es verhält sich nur auf die Lautstärke. Es wird leiser und das möchte man ja eigentlich auch. Und hier kommt natürlich noch das Rohr eigentlich. Ja. Da kommt es. Nicht im Rohr natürlich, also da hat das noch Freibahn nach außen. Ja, richtig, genau. Ja. Hier sind ja noch diese Löcher drin. Ja. Die sorgen natürlich auch, dass die Abgase von hier, die da rauskommen, da sind ja immer diese Schallkammern, da wird der Schall ja immer gebrochen und der muss ja irgendwo wieder raus und dafür sind diese Löcher auch da. Nicht hingehen und noch mehr Löcher reinmachen. Nee. Dann wird es wieder laut. Höre ich öfter. Oh, das wird saulaut. Ja. Genau. Braucht man nicht. Ja, logisch. Ja, so, aber ja. Ich denke, dass das mit unseren Dämmwollen nicht, dass man diese Stahlwolle nicht braucht. Nee, das da denke ich auch das von ist, aus, ja. Nee, das denke ich nicht. So, jetzt wird er wieder hier reingelegt. Ja. Du siehst, das ist ein bisschen fummeln. Bisschen fummelig natürlich, genau. Ja. Und das gleiche dann auf der anderen Seite auch noch machen. Ja. Machen wir aber jetzt nicht. Machen wir jetzt nicht, das ist einfach nur zum Zeigen gewesen. Genau. dass man so den Schalldämpfer halt noch leiser bekommt. Ja. Und mit welchem Material? Ich denke, jeder versteht das. Genau. Ja. Kein Problem. Dann bauen wir den mal wieder zusammen. Ja, super. Gehe ich mal wieder nach dieser Seite. Genau. Und der passt auch wieder 1:1. Wir haben den auseinandergetrieben. Oh. Er sitzt, hält auch sogar wieder. Fällt nicht auseinander. Nee. Perfekt. Na, echt perfekt. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal wieder zum nächsten Schritt. Und zwar müssen wir den Krümmer ja noch bearbeiten. Ja, genau. Ja. Das ist noch wichtig. Genau. Weil das ist jetzt alles fix und fertig zum Einbau. Ja, richtig, genau. Und wir hatten ja hier den 22 mm Krümmer. Entweder geht man so vor, man trennt den hier, schweißt eine Gewindestange daran, dann würde er halt so aussehen. Ja. Sollte einem das nicht reichen und man möchte mehr Leistung haben, dann muss man den größeren Krümmer nehmen. Ja. Und da kommt es leider Gottes aber die nächste Hürde. Es reicht nicht nur aus, die Gewindestange anzuschweißen. Nee, weil? Weil er passt leider nicht da rein. Ah. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder weitet man dieses Material, dass man den reinschieben kann, weil wir wollen ja auch gerne noch ein bisschen variieren.
Ja. Dafür auch diese schönen Langlöcher hier drin. Ja. Da kann man wirklich noch weiter nach vorne und zurück machen. Ja. Und jetzt gibt es natürlich wirklich mehrere Möglichkeiten. Entweder weite ich dieses Material oder ich schleife hiervon was ab. Was ist für das Beste eigentlich oder das Schlauste? Also ich denke für jemanden, der jetzt keine Profi-Werkstatt hat, ist das Einfachste, diesen hier. Mit einer Feile. Pfeile, Flex, Schleifstein, Dremel. Ja, genau. Ja. Alles andere könnte man natürlich, wenn einer eine Profi-Werkstatt, könnte man dieses Material weiten. Ja. Ist natürlich noch etwas die schönere Variante, aber die hat kaum einer. Ja. Ja. Okay. Nee, dann machen wir das einfach. Ja. So wie du sagst. Also mit einem Schleifstein wäre das natürlich am besten. Ja. Einfach so auch. Richtig, genau. Oder ja, mit einer Pfeile. Altmodisch. Ja, altmodisch, da fängt man noch an zu schwitzen, aber. Man weiß ja, aber das ist man krumm, ne? Vor ja. man durch das Krumm ist, dann ist man schon bereits das ein paar Minuten unterwegs. Ja, ganz genau, ja. Boah. Ja. Ich würde jetzt einmal noch vorfilmen, wie ich jetzt die Gewindestange hier einschweiße. Ja, und ja. Dann machen wir den passend und dann sind wir ja eigentlich fertig. Schon wirklich fertig, ja. Na, super. Na, machen wir das? Ja, dann machen wir das. Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Bin minimal größer. Und dann können wir jetzt anschweißen. Na, da bin ich gespannt. Wir haben das jetzt eingespannt. Genau. Und ist das gut so? Ich glaube, das ist das falsche, echt? Falsche Mittel gegen. Nee. Ja, das schützt nicht wirklich die Augen. Das war nur ein Witz. Der Jens hat natürlich eine Schweißkappe drauf. Das ist ein echt spezielles Ding, weil Schweißaugen. Habe ich einmal gehabt, da war ich noch klein, aber ja, das funktioniert natürlich nicht. Also ich gehe gleich hier weg und dann gucke ich auch mal weg, das ist am besten, denke ich. Ne? Weil du bist der Einzige mit einer Schweiß, wie sagt man das? Ein Schweißschirm. Ja. Schweißschirm. Schirm. Okay. Ja, ja. Okay. Okay. Hierbei ist es jetzt wichtig, dass ich die Gewindestange sehr weit nach innen positioniere. Ich möchte ja nicht, dass sie außen vorsteht. Weil das muss ich später alles wieder wegschleifen, sonst passt es ja nicht in den Entschalldämpfer rein. Und das mache ich jetzt mal. War schon. Ja? Ja. Aber eine vernünftige Verbindung. Ja. Wichtig dabei ist natürlich, die Temperatur nicht zu hoch einzustellen, weil dünnes Material. Vom Krümmer. Genau. Ja, ja. Ja, weil das Rohr hier, das lässt sich natürlich prima verschweißen. Ja, aber natürlich. Das dünnes Material immer aufpassen. Ganz genau, ja. Ja. So, und jetzt lassen wir es eben ein bisschen abkühlen und ja. dann schleifen wir den einmal bei. Ja, super. Und dann sind wir auch schon durch, ne? Ja, dann können wir das wieder zusammen bauen. Genau, bauen wir den einmal zusammen. Na, machen wir das. Ja. So, ich habe es soweit wieder plan gemacht. Ja. Und jetzt? Und jetzt gehen wir hin und schleifen den einmal rundherum ab, etwas dünner machen. Das machen wir mit Flex oder mit Schleifstein? Ich würde es jetzt am Schleifstein machen. Eine Flex ist auch möglich, aber am Schleifstein kann man es halt etwas gleichmäßiger machen. Gleichmäßig, ja. Wichtig dabei ist, dass man sich jetzt den Originalkrümmer dazu nimmt, der dabei ist, weil wir... Ja, nicht so weit nicht, gehen nicht wollen, zu weit, ne? Weil wir wollen den Chrom ja nicht beschädigen, sodass er äußerlich später rostet. Oh ja, logisch. Das will man vermeiden und daher nehmen wir jetzt den Originalkrümmer. Ja. Stecken den eben wieder rein. Ja. Und halten jetzt unser Tuningkrümmer daneben. Das erste Stück hier am Auspuff ist noch ein bisschen weiter offen. Ja. Das kann man da schön für nutzen, dass man diese Schleifstellen da drin verschwinden lässt. Ja, alles klar. Alles klar. Anzeichnen. Ja.
Das ist, geht auch nicht weit rein in den Auspuff, ist auch unerwünscht, aber umso weiter er reingehen nur nachteilig, würde, ja. Dann haben wir nachher nichts anderes als eine Drossel, wie der Originalkrümmer dabei ist. Genau. Das wollen wir nicht. Umso kürzer, ja. Umso besser. Ja. Dann können die Abgase auch vernünftig zurückströmen. Und dann schleifen wir das mal. Na, top. Mal sehen. So, jeder Schleifstein hat ja eigentlich eine Schrupp- und eine Schlichtscheibe, immer, das kann man immer sehen. Ja. Sobald die etwas grober sind, damit fängt man natürlich an und nachher geht man im Schlichtbereich. So wie beim Drehen auch. Erst schrubben, ja. Dann schlichten. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja. Success. Das sieht schon sehr gut aus. Die Schleifspuren, die kann man jetzt, müsste man den Auspuff ein bisschen ausrichten. Ja. Würde dann eventuell schon sogar vormontieren. Ja, genau. Dass man die Bestellung hat. Ja, wichtig. Und dann könnte man jetzt hingehen, das letzte Stückchen. Ja. Wenn wir den Endschalldämpfer jetzt einbauen. Ja. Dann können wir über die Mutter, können wir den reinziehen. Ja, natürlich. Dann klemmt er, ja. Ist, dichtet dann automatisch auch ab. Und fertig. Und fertig. Ja, super. Dann montieren wir. Ja, dann machen wir das. Ja, natürlich. Ja, ich rede diese Sendung eigentlich gar nicht so viel, wie bemerkt, weil ja, ich kenne mich mit dieser Materie eigentlich nicht aus. Ne? Das war für mich auch alles neu. Also ja, das ist für mich auch neu. Also wenn du mich nicht so oft hörst, ja, kein Problem. Der Jens, der macht wieder weiter. Ne? Wir nehmen mal wieder rüber. Ja. Gehen wir wieder zum Tisch. Jetzt. Endschalldämpfer einbauen. Richtig, genau. Und dann. Natürlich richtig herum. Gegenkohle ist andersherum, passt da ja auch nicht. Nee. Dichtet hier auch vernünftig ab. Ja, ich habe diese Gummiring habe ich gleich wieder eingebaut. Das soll natürlich. Oh, warte mal. Ja. Passt ja. Perfekt. Und jetzt eigentlich einfach. Mit jetzt dieser einfach. Mutter kann man das. Das kann man den jetzt kleine, anziehen. Die 3-4 mm, die wir noch haben, genau. Zieht man an. Und dann, aber, ja, man sieht eigentlich auch gleich, wo man es abtrennen muss, ne? Genau, man hat da ja noch einen minimalen Bereich, den man ja verstellen also kann. Da müssen wir das zuerst jetzt mal echt mit dieser Mutter mal anziehen. Ja. Und dann können wir sagen, naja, bis so weit und dann können wir es hinter der Mutter genau, einfach abtrennen. Wichtig ist erst die Mutter draufdrehen und dann abschneiden. Ja. Ansonsten kriegt man schlecht die Führung wieder hin. Dann passt die Mutter nicht drauf, man schraubt die schräg drauf. Ja, nee, das ist mal erst Mutter drauf. Alle und dann Arbeit umsonst. Genau. Oh, nur durch ein schlecht abgetrenntes Teil oder eine Mutter, die schief drauf geht. Genau. Das wäre sauer. Ja, dann fängt man wieder von vorne an. Boah, nee. Oh, echt, ja. Und das ist jetzt M6? Ist jetzt M6? Aber die habe ich nicht mitgenommen. Hast nee, du vielleicht eine M6-Mutter genau. Hier rumlegen? Die M7 passt natürlich nicht, hat zwar die gleiche Steigung, auch 1 mm. Ja, genau. Ja, aber ist da halt 1 mm zu groß. Okay, das ist das Nächste. Ja, eine Mutter suchen. Eine Mutter, genau. Wo ist meine Mutti? Ja. Oh nee, Mutter. Ja. Aufgabe für Leute, die Mutter und Vater zurückgeschlagen haben. Also ja, 5 Minuten weiter. Ja. So, ich würde in diesem Schritt jetzt einfach schon die Stange kürzen. Ja. Und ich könnte das ja später noch mal einmal. Ja. Weil man muss weiterkürzen, muss hier natürlich aufpassen mit der Flex, dass ich jetzt hier nicht irgendwo einschlage. Also auch deswegen, so schade. Deswegen eventuell dann wieder demontieren und nee. Also,
Ich würde es an der Stelle jetzt kürzen, weil viel weiter raus kann ich ja nicht. Mhm. Und von daher schneide ich das jetzt hier ab. Ja, super. Und da. Ja. Lang lebe der Flex. Ja. Ja. Moment. Was ein super Gerät ist das. Mein Lieblingswerkzeug. Ja, 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 von mir auch. Ja, absolut. Früher war alles Segen. Ja. Segen, Segen. Ja, und diese Länge behalten wir jetzt, weil dann kann man, ja, länger wollte man nicht gehen natürlich. Nee. In diesem Fall. Nee, nee, richtig, genau. Wir ziehen okay. Jetzt ja ein Stückchen rein. Das digital ist die Gewindeschraube wird dann noch, die Stange wird dann noch ein bisschen weiter rausgucken. Ja. Dann kürzen wir nochmal nach. Würde ich aber erst machen, ist nicht störend. Erstmal Probe fahren. Genau, Probe fahren, genau, ja. Das, genau. Das ganze Stück muss natürlich nicht mehr unbedingt hinten raus. Nö, aber inderdaad, da kann man am besten nachher machen. Erstmal Probe fahren jetzt. Richtig, genau. Wie das gefällt. Logisch. Ja, man sieht natürlich auch noch die Innendämpfer natürlich noch etwas nach innen, ne? Ja, genau. Ja. Jetzt hat er sich richtig angesetzt, der Gegenkompass, das war gerade, was er gesprungen ist. Ja, genau. Das war das letzte Stückchen. Ja. Jetzt merkt man, jetzt kommt er auf Zug. Ja. Naja. Jens. Ja. So, mit dieser Einstellung würde ich erstmal anfangen. Ja. Ein bisschen zu probieren und dann kann ich immer durch das Einschrauben verkürze ich den Abstand, dann werde ich auch den Unterschied merken. Ja, eigentlich alles klar. Und ich hoffe, dass es euch auch alle klar ist. Aber wenn nicht, einfach schreiben in die Kommentare oder eine E-Mail an info@buchshop.de. Und ja, Jens, was können wir weiter noch dazu sagen? Ich habe wenig gesagt, weil ja. Du hast das meiste geredet. Richtig, einfach jetzt haben wir ein Endresultat. Sehr schöner Auspuff, der eigentlich ein 22er war und jetzt ein 28er ist. Mit Endkonus, extra Dämmung drin. Also leise, schnell. Und Originaloptik. Und Originaloptik natürlich. Ich finde es echt sautoll. Ich werde das, kann ich das mitnehmen? Sehr gerne. Probieren wir mal aus. Ja, dann probieren wir das mal in eine, ich denke in eine andere Sendung. Dann werden wir das probieren. Mal sehen, wie das fährt, bin ich echt gespannt. Vielleicht mal, du fährst 50 Kubik. Das wäre meine Morpher, nämlich 70 Kubik. Mal sehen, wie das geht. Ja. Ne? Ich mache einfach ein Original drunter. Und danach deines. Ja. Mal interessiert sehen, mich geht. Sehr. Super. Wie es bei 50 Kubik fährt, weiß ich. Und bei 70 bin ich mal echt Ja, da bin ich auch gespannt. Ja, und vielleicht ist es so, dass die Konus eigentlich vielleicht etwas anders angefertigt sein muss. Genau. Kann auch natürlich. Das kann auch, genau. Das sind doch aber das weiß man nur. Probefahren. Prüfstand oder so. Genau. Mal sehen. Okay. Jens, ich bedanke mich sehr wieder für deine freundliche Empfangst, also mit Kaffee, Kekse, alles wieder dabei, Cola. Also bis zum nächsten Mal. Wir kommen bestimmt nochmal zurück. Sehr gerne, immer herzlich willkommen. Wenn du in die Nähe bist bei uns, wie gesagt, 28. Mai haben wir bei uns vor Ort der Buchshop Mega Outlet. Und das ist immer ein sehr schöner Tag. Und ja, der Jens, vielleicht bist du da, wenn du kannst. Da gehe ich von aus, ja. Ja, wäre super. Und vielleicht sind da noch Kunden, die dann Fragen haben. Ja, können wir einfach bei dir fragen und noch etwas weitere Informationen geben. Dann freuen wir uns auf jeden natürlich, der auf den 28. Mai kommt, weil das ist echt ein sehr schöner Tag. Da haben wir so viel zu haben. Wir zweite Handteile, wir haben eine Rundfahrt, wir haben natürlich unsere Teile. Wir haben 10% Rabatt immer auf unsere Neuteile. Also komm mal vor Ort und Jens, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir sehr. Sehr gerne. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Sind da noch Ideen, Fragen? In die Kommentare info@buchshop.de.
Drücke mal auf den Klingel, sobald ein neues Video wieder kommt, dann bekommst du automatisch eine Nachricht. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.